Es ist eine Geschichte wie im Märchen. Eine Geschichte wie aus einem Hollywood-Film. Eine Geschichte von gelungener Integration und hart erarbeitetem Erfolg. Mohammed Ali schafft es vom Tellerwäscher zum Haubenkoch. Kaum vorstellbar, wo er doch erst vor 5 Jahren aus seiner Heimat geflüchtet ist. Und ich habe Syrien verlassen, meine Familie verlassen. Meine Eltern, ich habe keine Familie. Und meine neue Heimat ist Österreich. Genauer gesagt ist seine neue Heimat der Brunnwirt Kassel in der kleinen Gemeinde Guttering in Kärnten. Hier hat er unter den Fittichen von Familie Kassel eine Karriere hingelegt, die sich sehen lassen kann. Ali ist vor 5 Jahren zu uns gekommen. Wir haben ihn eingestellt als Tellerwäscher. Und im Laufe der Zeit hat er sich total entwickelt, sodass ich ihn immer mehr eigentlich zur Kocherei gebracht habe. Er ist unglaublich liebenswert, sehr dankbar und unglaublich intelligent. Man muss sich vorstellen, der hat, obwohl er schlecht Deutsch spricht, den Führerschein auf Deutsch gemacht. Weil in Kärnten kann man ihn nicht auf Arabisch machen und hat eben 95 Punkte geschafft. Er hat jetzt die erste Prüfung für die Staatsbürgerschaft gemacht, hat 98 Punkte geschafft. Und er geht jeden Tag am Abend nach Hause, studiert die Kochbücher und kommt am nächsten Tag und sagt, das koche ich jetzt so. Und diese Kochkünste können sich schmecken und auch sehen lassen. Denn kürzlich wurde er als Chefkoch mit einer Haube ausgezeichnet. Aus ganz Kärnten kommen hungrige Gäste, um sich von Alis Kochkünsten verzaubern zu lassen. Er macht zum Beispiel den besten Schweinsbraten. Das sind die Großballen, die sind so knusprig und fluschig, wie ich sie selber nicht zusammenbringe. Und auch sonst hat er sich mit der österreichischen Küche vertraut gemacht. Ich habe eine Mino, 2 Mino jeden Tag. Heute ist das erste Mino, ist Krebsbutterschnitzel mit der Steinerpizzasauce und Gemüse und Kartoffelwürre. Egal ob Kalbsbutterschnitzel, rote Rübensuppe oder ein Gansel mit Rotkraut. Wenn Ali den Kochlöffel schwingt, sind alle begeistert. Der 28-jährige Syrer, der ungeduldig auf die österreichische Staatsbürgerschaft wartet, ist ein Teil der Wirtshausfamilie geworden. Ich liebe gerne Frau Helga, wirklich. Das ist wie meine Mutter. Wirklich. Ersatzmutter Helga ist von seinem Koch- und Organisationstalent begeistert. Gemeinsam mit 2 anderen syrischen Küchengehilfen schupft er die Haubenküche des gut besuchten Wirtshauses mit links. Wenn es mehr von diesen Leuten wie uns am Ali gäbe, dann hätten wir in der Gastronomie mit dem Personalmangel sicher kein Problem. In seiner zweiten Heimat Österreich scheint Ali wirklich angekommen zu sein. Doch seine Ziele sind hochgesteckt. Mein größtes Ziel, wenn ich wollen eine große Gastronomie haben. Und ein Restaurant aufmachen und selber ich kochen immer. Und wer weiß, mit seinem Charme und Ehrgeiz wird Ali es wahrscheinlich sogar schaffen. Vom Tellerwäscher zum Gastronom. Wir drücken ihm dabei die Daumen.